Sascha Hellinger schreibt. Deine Füße. Nein. Füße sind raus. Unangenehm. Yo, was geht? Also was bei mir geht, ist Folgendes. Ich sag nie. Mir geht's gut. Ich bin toll gefasst auf dieses Video. Ich liebe viele. Okay. Ich sag nie einfach yo. Das habe ich noch nie gemacht. Echt nicht? Nee, Why? Was hast du dir? Wer bist du? Meistens du hast dich verändert. Meistens fange ich an zu heulen am Anfang. Oh. Ja Leute, was geht? Wir haben ja beide Instagram. Und ich habe ja Kelly jetzt schon seit mehreren Monaten auf Instagram überholt. Mehreren hunderttausenden. Gar nicht. Wie viel hast du jetzt? Immer noch 1,8, oder? 1,9. Ich bin das kurz ist vor den nicht 2 dein Millionen. Ernst. Doch, guck hier. Da, wie viel hast du, Kelly? 1,7. Immer noch. Dabei bin ich viel... Hässlicher. Genau. Instagram ist für uns beide eine sehr wichtige Plattform und wir haben eine Menge Spaß auf dieser Plattform. Meistens kommen bei mir hochqualitative Stories. An der Stelle folgt mir gerne mal. Ja, jetzt Kelly, endlich ein iPhone. Ich habe mir ein iPhone zugelegt, Leute. Meine Stories sehen deutlich besser aus. Man kann die sich jetzt mittlerweile anschauen. Wir werden jetzt unsere Handys gleich tauschen, Kelly. Mhm. Und ein bisschen in den DMs vom anderen stöbern. Und ich würde sagen, du nennst vielleicht mal so 3, 4 Personen, wo du so denkst, so, Drei, vier reicht schon. Neun, ich habe so 20. 20, okay. Es geht darum, Leute, dass wir unsere Handys tauschen, miteinander quasi unseren Crush schreiben. Ich habe ja damals dafür gesorgt, dass Kelly auf Tinder gelöscht worden ist. Mein Account ist offiziell gesperrt worden. Ach, das ist dein Repaying oder was? Deine Wiedergutmachung dafür? Diesmal helfe ich dir wirklich. Oh Gott. Ey, du musst dich wirklich anstrengen. Du kannst nicht einfach mit meinen Gefühlen spielen. Stell dir vor, Instagram wird das auch gelöscht. Das ist nicht nur fürs Liebesleben scheiße, sondern fürs Konto. Und fürs Ego auch. Bitte nicht. Da musst du alles von vorne aufbauen. Alter. Kel. Fangen wir mit deinem Profil an oder mit meinem? Ja, natürlich. Also ich meine, ich bin ja auch der Gast. Ich bin auch ehrlich so, ich hab tatsächlich wenig richtige Crushes. Ich habe eine Sängerin. Ja, du hast dich noch nicht daran gewöhnt, das kommt noch, wenn du verzweifelt bist. Wenn man lange bist. Alleine ist. Ja, ist das so? Ich habe eine Sängerin aus den USA. Ja, aber dann kann ich ja auch sagen, Annemai Kantereit. Ja, und? Aber alle. Der Henning Mai folgt mir sogar, warte. Der folgt mir. Das finde ich eine Frechheit. Kelly, pass auf. Du suchst dir 3 Stücke raus. Ja, ich bin aufgeregt. Ich auch. Ich habe Angst. Das Ding ist, ich glaube, die würde es lesen, aber mich wahrscheinlich dann blockieren. Die ist wirklich sehr hübsch und sehr intelligent und lustig. Wer und, denn? Die heißt Cray, ist so eine Sängerin aus USA. Und ich kann der schreiben, was ich will, oder was? Du kannst dir schreiben, was du willst. Du ja, aber dann fängst du an, weil dann gucke ich, wie gemein du bist. Und dann passe ich meine Nachrichten daran an. Wir starten die Aufnahme. Und wir sehen jetzt hier das iPhone von Kelly mit Vlog. Also schau mal, wen kenne ich denn tatsächlich ganz gut, der sich fragen würde, was soll das eigentlich? Alter, perfekt. Sascha wäre so enttäuscht von mir, wenn ich den anmachen würde. Warum? Weil, guck mal, bei Sascha ist es so, Sascha ist es mega wichtig, dass man halt auch einfach befreundet sein kann und es halt manchmal schwierig ist. Also, ich habe so oft schon mit dem darüber gesprochen und ich liebe halt Sascha, ich will ihn küssen, aber ich darf nicht. Solid. Hey, Sashi. Oh nee, das ist so unangenehm. Ey, Sascha. Ist das hier auf Tschechisch eingestellt, die Tastatur? Ja, das kannst du umstellen. Hier, jetzt bist du deutsch. Ich war vorher schon deutsch. Mal ein paar. Nein, ey! Danke. Revi. Oh gemacht. Nee, das ist so unangenehm. Und was soll ich sagen? Wenn er das glaubt, dann ist das peinlich. Wir haben hier. Also, wenn ich schon mal darüber gesprochen habe, ist eine gute Info. Oh nein! Ey, ja, schon. Ich darf nichts zu dir sagen. Oh no. Oder? Ey, du machst es richtig auf Ernst, Alter. Mach doch wenigstens irgendein Indiz rein, dass es verdächtig glaube, macht. Ich habe tatsächlich leichte, in Klammern, ausschließlich sexuell. Oh, jetzt wird es ja wohl raffen, oder? Naturgefühle für dich, mein kleiner Nasenbär. Oh mein Gott. Machen wir das. Nasenbell. So, ich glaube, da wird sich Sascha drüber freuen. Der wird doch wahrscheinlich gleich mal in seine DMs reinschauen. Würdest du sagen, das würde mit euch beiden funktionieren? Ich fände schon süß, muss ich sagen. Also nach der Nachricht ist echt vorbei wahrscheinlich. Wann willst du denn hier erwachsen werden? Nie. Okay, gut. Ja, pass auf, dann gebe ich jetzt einfach mal mein Handy. Oh, ich habe so Angst. Tadel, könntest du eigentlich auch deine homosexuellen Gefühle gestehen, oder? Das weiß er. Also wir haben da schon offen drüber geredet. Ich würde auch mit Tadel... Ich würde bei Anni probieren. Bei Anni the Duck? Ja, ich würde es bei Anni probieren. Bro, nein. Nein, das ist gleich über Sascha und dir. Anni, ja, ist uns super gut befreundet. Ja, deswegen. Hi, Anni. Punkt, Punkt, Punkt. Das war schon recht dramatisch. Dann weiß sie
sie das, was los ist, ja? Hinter sie, hinter sie. Er will auch, dass du Liebe bekommst. Du weißt ja, dass mir seit Jodys... Boah! Nein! Nimm das jetzt nicht mit da rein! Oh mein Gott, Kelly! Warte! Also, pass auf. Hi, Anni. Du weißt ja, dass mir seit Jodys Trennung einige Gedanken durch den Kopf gehen. Ich bin ganz nervös, ich hasse es. Das ist so unangenehm, vor allem, weil ich mich mit Anni darüber unterhalten habe. Das kannst du nicht machen, Mann! Doch, ich mach's dir. Das heißt, du hast dich viel mit dir drüber unterhalten. Ja. Das ist ein gutes Indiz. Ich verwende deine eigenen Waffen gegen dich. Dadurch, dass du eine der wenigen Personen warst, denen gegenüber das kannst du nicht machen. Ich mich bitte öffnen ja, konnte, jetzt alles eklig auf die hat auch mein Herz sich geöffnet. Du bist so dumm. Das würde ich ja niemals schreiben. Mann. Ausrufezeichen. Und dann so einen schüchternen Smile. So. Den hier. Oh Gott. Du bist mir echt wichtig. Und ich denke, ich sage dir das viel zu selten. Was schreibst du da für einen gottverdammten Roman? Dein Sebi-Leib. Kuss-Smiley. Abschicken. Okay. Wow, romantisch! So schön, so cool, so nice. Okay, so Kelly, pass auf, dann machen wir jetzt weiter. Wie ist deine Beziehung zu Phil Laude? Gut. Ist da schon mal irgendwas passiert? Nee. Habt ihr schon mal zusammen gedreht oder so? Nee, aber er hat mich zu seinem Podcast eingeladen. Und du hast nicht geantwortet. Ja, ich bin ein Wichser. Ich hab's noch nicht geschafft zu antworten. Oh nein! Hey. Oh nein! Hey Phil! Wir machen das so, danke für die Einladung. Ich habe... Sascha Helling hat dir eine Nachricht gesendet. Wir gucken gleich, was da steht. Oh nein! Ich habe echt Lust auf den Podcast. Scheiße, wir sind zurückgeblieben. Allerdings nur, wenn du mich zum Essen einlädst. Oh mein Gott, das wirkt wie so eine ernste Date-Einladung. Mhm. Und du musst es auch durchziehen. Dann machst du ein Video davon und dann kommen wir alle rein in so eine Kapelle und wir schreien alle Pranked. Oh, es wäre so gemein. Es ist ja nicht so, dass ich mit Phil Laude nicht auf ein Date gehen würde, auf gar keinen Fall. Finde aber deinen ey, Humor ganz ehrlich. Oh nee, das ist so unangenehm. Charakter. Oh nein. Spannend. Vor allem das Schlimme an solchen Nachrichten ist, dass ich dem im Nachhinein sagen muss, ey, sorry, das war Baby. Und jetzt stell dir mal vor, er sagt so, oh, das freut mich mega. Ich habe schon jahrelang Gefühle für dich, das können wir gerne machen. Und dann muss ich sagen, ey, das war nur Das zwirbelt richtig. Alter, das kannst du nicht machen. Hättest du mal Lust auf ein ungezwungenes Hotel? Oh nein. Treffen. LG Kelly Maus. Oh. Ey, der denkt doch, ich hab einen Rad ab. Jetzt bist du immerhin bei ihm im Podcast drin. So, wir schauen mal ganz kurz, was Sascha geschrieben hat. Sascha Hellinger schreibt 100% Revi. Oh, schaut, Alter. Guck mal, ob der meine Story gesehen hat. Ja. Scheiße. Ja, er hat die Story danach geschaut und dann. Gott. Okay, next. Ich finde, Lena Meyer ist wirklich eine sehr interessante Frau. Bist du unangenehm oder bist Nein, ich mach's auf Ernst. Okay. Weil die kennen wir nicht so gut. Lena, ich habe noch nie mit der irgendwie interagiert oder so, ne? Hi Lena, deine Musik. Habe ich seit 20 Jahren. Herz. Ja, du sagst so, Kelly. Das kannst du nicht machen, wirklich nicht. Danke. Was ist das für eine Nachricht? Hör auf, diesen scheiß Smiley noch zu benutzen. Ja, komm, sein Arm. Sieht doch auch aus wie. Da freut sie sich doch vielleicht drüber. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gibt es jemanden, wo du sagst, er ist schon süß? Er ist schon wirklich süß. Da gibt's einige. Soll ich dir mal meinen Guilty Pleasure Crush verraten? Ja. Also, willst du jetzt meinen geheimen Crush wissen? Ja, bitte. Mois. Wirklich? Ja, wieso nicht? Also, okay. Na gut, dann schreiben wir Mois. Hey, ich finde deine großen Arme ganz stark. Oh, wow. Ich
kennst du das, wenn man sich nach Sicherheit... Oh nein, bitte mach nicht die Karte. Und Wärme. Oh nein. Im Leben sehnt, wenn man das Gefühl hat, jetzt... Oh, ist das unangenehm. Hab ich ihn. Nein, das ist nicht dein Ernst. Du wolltest es so. Nein, ich wollte das gar nicht. Ja, wieso nicht? Ich hab nur gesagt... Mein Baron. Nein! Mein Baron? Mein Bodybuilder. Oh, nee, ey. Oh. Vor allem, ich kenne den halt auch nicht, ne? Er weiß halt einfach nicht, ob das meine Personality einfach ist, ne? Weil es könnte eigentlich sein. Ich weiß. Es geht noch weiter? Das mag ist jetzt dein Ernst? Weird kommen. Ich schreibe auch komplett ohne Smileys, damit es richtig unangenehm ist. Aber... Oh mein Gott, jetzt nochmal Pünktchen. Richtig dramatische Pausen, richtig Tanzverbindung. Gerne einfach kennenlernen. Oh. Punkt, Punkt, Punkt. So ohne Hintergedanken. Oder vielleicht auch nicht. Ach, wem mache ich hier was? Dann auch noch vor. So Selbstzweifel bekommen. Das ist ja richtig schlimm. So richtig broken. Du liest das doch eh nicht. Oh, das ist cringe, Alter. Der macht's noch unangenehmer. Warte, nein. Boah, der macht's richtig unangenehm. Es wird der hier, es wird der hier, es wird der oh, hier. Oh nein! Oh der. Nein! Oh, oh mein Gott, das ist abgeschickt, als hättest du so ein Pflaster abgerissen. Kannst du es bitte nochmal dramatisch vorlesen? Hey, ich finde deine großen, starken Arme ganz stark. Kennst du das, wenn man sich nach Sicherheit und Wärme im Leben sehnt? Wenn man das Gefühl, la, jetzt habe ich ihn, den Mann der Träume, mein Baron. Deine Arme strahlen diese Sicherheit und Wärme für mich einfach aus. Das ist geschrieben von einem 10-Jährigen. Also, ja. Ich weiß, das mag jetzt wild kommen, aber ich würde dich gerne einfach kennenlernen. Ach, wem mache ich hier was vor? Du liest das doch eh nicht. Kelly? Ich glaube, das wird funktionieren. Ich glaube, das funktioniert. Das ist der Anfang von einer Love Story, oder? Ich glaube, ihr beide... Richtig Romeo und Julia-mäßig, ja, genau, oder? Also ich würde sagen, wahrscheinlich würde er es niemals lesen. Okay, Kelly, einmal darfst du noch. Lena Weil-Landrut und Annie Duck haben mir nicht geantwortet. Ach so. Das ist jetzt wie bei Mois und dir. Ich kenne Lena Weil-Landrut gar nicht. Und ich finde, ich finde die schon... Du und Mois findest ja auch... Mal ja, hin. Es ist halt eher so ein Wow, würde ich nie machen und deswegen... Würde ich es machen. Mois, melde dich an der Stelle, sie meint's ernst. Ja, nein, schnell. Boah, das wäre auch tam unangenehm, das kannst du eigentlich auch nicht machen. Doch. Hi, Jana. Cringe, Smiley. Ich liebe es. Kelly! Mal gucken, was ihr so letztens anhatte, hier. Deine Füße... Nein! Füße sind raus! Was an deinen Füßen finde ich besonders attraktiv. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ich sowas schreiben. Ich konnte mich Kelly, nicht zurück. Wir müssen jetzt hier einfach sagen, wir sind zu weit gegangen. Ist bis jetzt alles gut gelaufen. Sagen. Vielleicht kommst du mit Mois zusammen. Du musst jetzt hier auch nicht Freundschaften zu Leuten zerstören. In echt. Die Füße? Hör auf jetzt! Das ist so weird! Das ist so verrückt! Das ist die Ex-Freundin von einem sehr guten Freund von mir. Ich kann dir nicht nach Fußbildern fragen. Kelly! Das also macht... Fragen, stimmt. Oder Foto. Oh. Hoffe bis bald. Dein Sebastian. Noch ein Herz hinterher. Noch ein Herz. Ja, das ja, komm. Das muss unten rot ja, sein. Perfekt. Ich wünsche euch viel Glück. Ich habe keinen Fußfetisch. Bist du sicher? Vielleicht ja, ich bin mir sehr sicher. Okay, wir drehen jetzt mein Video und dann gucken wir nochmal, ob irgendjemand uns geantwortet hat. Wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder. Bis gleich. Okay, wir haben Antworten erhalten, Leute. Wir haben auch Kellys Video gedreht. Bis jetzt hat nur Jana geantwortet und Jana hat geschrieben, einfach nur WTF, Bro. Ist gut, dass es geglaubt hat. Sie traut ja auf jeden Fall zu, dass du einen Fußfetisch hast. Kann ich hier, warte, ich schicke... Annie the Duck hat mich, glaube ich, blockiert. Lena hat immer noch nicht geantwortet und Annie the Duck, da werden wir dann die Antwort. Falls wir eine haben, hier nochmal. Ihr habt es gerade gesehen, wahrscheinlich war sie unangenehm. Falls keine da ist, dann ist da gar nichts gewesen. Also ich muss sagen, das Unangenehmste ist wirklich, dass Mois geantwortet hat. Mhm. Mir ist schlecht. Süß, wäsch, ich werde Sinon G schicken als deinen Beschützer. Ah, oh, das ist doch schön. Er hat direkt eine Alternative angeboten. Können wir kurz ein Bild für ihn machen? Von dir? Ich will das in der Seite so drin sein. Ey, die denken... Nein, hör auf damit! Kutzen wir. Kannst du wenigstens filtert? Ja, das ist auch zu spät. Das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Wir können es auf jeden Fall nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen. Das passt soweit. Konnten wir vorher auch schon nicht.
Ja, du gehst ja eh nicht aus wegen deinen Stalkern. Wir haben auf jeden Fall ein wunderschönes Video auch bei Kelly aufgenommen, was sehr lustig und toll gewesen ist. Ist einfach toll. Das könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden. Danke Kelly für das Glas Leitungswasser. Gerne. Ich bin immer wieder eine gute Gastgeberin. Wir lieben das Wasser aus Köln. Schmeckt so nicht kalkhaltig. Sehr gut. Falls ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr euch auf dem anderen Kanal verpissen. Das wird es nicht wiedergeben. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.